Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Falls ihr euch fragt, wo bin ich denn hier? Ich bin immer noch im exakt gleichen Ort. Es ist nur gerade irgendwie Nebel. Ja, und kann man... Ah, ja, wenn man jetzt drückt, dann kann man rauszoomen. Das ist natürlich schön. So, wir sind hier in der letzten Folge noch beim Baum gewesen. Wir haben am Ende der Folge noch die Cutscene gesehen mit Arctos, Lavados und Zapdos aus Gala. Das war sehr interessant. Wir wissen nun, wo sie sind, aber ich vermute mal, wir müssen trotzdem noch alle Dinge, alle Prozente auf dem Boden sammeln, damit wir überhaupt mit denen kämpfen können. Und deshalb immer schön den Boden abchecken. Und heute habe ich Großes vor. Dazu aber gleich, was ich noch vorhabe. Denn erstmal wollen wir uns den Baum hier genauer anschauen. So, kann man mit dem reden vielleicht? Ja. Da steht ein riesiger Baum. Willst du ihn schütteln? Ja. Klar, warum nicht einen großen Baum schütteln? Wird bestimmt funktionieren. Der Baum bewegt sich kein bisschen. Der Baum bewegt sich kein bisschen. Komm schon. Das zoomt immer weiter ran. Irgendwann muss da was kommen. Es zoomt immer weiter ran. Weil da kann ich so lange ranzoomen, wie es geht. Oben im Baum scheint sich etwas bewegt zu haben. Oh. Oh. Bitte nicht wieder sowas wie Hornweise. Oh nein. Oh na. Oh nein. Nein, 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 nein. Schlaraffel? Ist das ein Joke irgendwie? Wo ist die versteckte Kamera? Weißt du, ich dachte, es kommt so ein richtig krasses Pokémon wie Hornweisel. Nö. Schlaraffel. Nö? Und dann ein effektiver Attacke. Nö, leider nicht. Aber als ob das mich jetzt one-hittet. Locker nicht. Ich mag übrigens Schlaraffel nicht so. Also ich finde es jetzt nicht schlimm oder so, aber ich weiß nicht. Es sieht so albern aus. Und das kannst du halt wirklich nicht ernst nehmen. Jetzt hast du mich gerade gewonshottet hat. Ich habe nichts gesagt mit ernst nehmen. Ja doch, vom Aussehen her nehme ich es halt einfach wirklich nicht ernst. Mir fällt gerade auf, ich könnte Pikachu ein paar Candies geben, damit das hochgelevelt ist. Dieser Floss ist wirklich der einzige mit der Giga-Dynamax-Form, ne? Ne, Inteleon, aber ihm habe ich doch noch nicht gegeben. So, jetzt schön Giga-Geißel. Das war überhaupt nicht geplant jetzt hier, aber... Okay, ich werde wahrscheinlich jetzt sterben. Kann gut sein, dass ich jetzt verliere. Oh, ich liebe irgendwie sowohl das Giga Dynamax Design als auch das Mega Entwicklungsdesign von Visaphor. Das ist einfach cool. Als ob ich so wenig Damage mache. Was? Nee, dann macht es ja keinen Sinn zu kämpfen. Alter, was? Ist das Level 100 oder so? Ne, dann müssen wir hier später zurückkommen. Das bringt jetzt nichts. Bringt nichts. Wir müssen fliehen. Das macht keinen Sinn. Flucht. Flucht unmöglich? Hier, ich zeig dir, was unmöglich ist. Mich aufzuhalten! Ha! So, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gigaschild. Nein, natürlich nicht. Ja, das Schlaraffel hat uns ziemlich eine reingehauen. Und ich habe die ganzen Dinger hier nicht mehr. Ja, dann machen wir das halt nicht mit dem Baum. Ich hoffe, ich kann mich hier zumindest hintippen. Vielleicht muss ich noch kurz mit dem Baum reden, damit ich dort hintippen kann. Ich versuch's mal. Ja, ich rede mit dem Baum. Schüttel den einmal und dann höre ich auf. Vielleicht kann ich mich dann hier hintippen. Aufhören. Das war definitiv eins der drei Legis. What the hell? Wo ist es?
Ich habe gerade hundertprozentig 1, 2, 3 Legis gehört. Ich meine... Ja, es muss Arctos sein. Wo ist Arctos? Hä? Ich will das Item. Hä? Sturzflug! Super. Ist Cosi noch hinter mir, Cosi? Cosi, du bist voll langsam, Cosi. Willst du eine Pause? Ja, ich glaube, das ist ein Ja. Cosi möchte eine Pause. Dann wechseln wir. Komm, Head Pikachu. Erstmal hier ein paar Candies geben und dann kannst du auch auf sich alleine aufpassen. Habe ich noch ein paar Candies? Ich guck woran. Falsch rein bestimmt. Ja, super. Ja, hier sind die ganzen Candies. So, die ganzen neuen Items hier, die man hier bekommt. So, sind das nicht tolle Candies? Alle auf einmal. Einfach rein da. Oh, das sind schlechte Candies. So, super. Ja, eins meinte ich nicht. Ganz gerne mehr. Oh, Lichtschild? 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 Nein. Gib mir mal noch so ein paar Stück. Nice. So will ich das sehen. Donner! Donner möchte da lernen, ne? 70 Genauigkeit. Hat das nicht mal 50? Hat das nicht auch mal 120 gemacht? Ja, aber Voltackle ist halt einfach viel besser. Es macht mehr Damage und ist Garantie. Also, nee. Hier nochmal so 3 Stück. Ah, du kommst schon näher, Pikachu. Eins noch. Ja, reicht. Reicht. Oh yeah, Pikachu! Ah, süß. Wollte schon immer ein Pikachu haben mit einem, mit einer Ash-Kapuze. Ohne Witz. Das finde ich einfach richtig cool, sowas. So, erstmal schön die erste Hälfte oder den ersten Teil vom Video erstmal voll gelabert mit Müll. Ja, Müll gelabert mit Müll. Müll. Okay. Also, hier beim Baum kommen wir dann später nochmal vorbei. Wir wissen, dass man hier einen Dynamax-Kampf machen muss. Man kann auch endlich hier hinfliegen, super. Wir haben hier noch nichts erkundet. Hier noch nicht. Und, es sieht so aus, als würde man hier rein können. Und ich möchte es mal ausprobieren. Außerdem waren wir hier noch nicht. Und ich will erstmal noch da oben. Hä? Hä? Was? 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 Speichern! Arctos ist hier, ohne dass ich die Sand sammel. Hey, bleib stehen. Hallo. Wieso? Wo ist es hin? Da ist es. Hallo. Ignoriere mich nicht. Hallo, ich kann es nicht fangen. Es wandert halt wirklich, ist ja cool. Hallo, ignoriere mich nicht. Ich klingel doch schon so viel ich kann. Das tut weh, da zu fahren und zu klingeln. Wo ist der? Ach man, da ist der. Arctos! Nein! Arctos! Hä? Da unten ist ein Tempel. Cool. Oh, hab ich gerade erst gefunden. Pikachu, das müssen wir uns ja anschauen. Scheiße, ich habe Arctos gefunden, aber ich kann es nicht fangen. Vielleicht doch erst, wenn ich alle Zellen habe. Das macht natürlich Sinn. Dann, Leute, müssen wir natürlich fleißig alle Zellen sammeln, die wir vom Boden sehen. Und nicht mit dem Rad fahren, weil sonst sehen wir die Zellen nicht, Mike. Du musst auf deinen eigenen Tipp hören. Sonst ist das kontraproduktiv. Und das sollte so nicht sein. Also ja, hier kann man hin. Das ist nicht nur so random auf der Map angezeichnet. Und hier gibt es sogar eine Belohnung für mich. Und zwar eine der 3 Schreine. Oder Tempel. Oder halt für die Regis. Da, wo die wohnen. Sind nach Gala umgezogen. Weil hier gibt es nicht so viele Rätsel. Stellt euch vor, ihr wollt nach Hause nach einem langen Arbeitstag. Und dann müsst ihr erstmal 5 Schritte nach vorne, 5 Schritte nach rechts, dann irgendwo random einfach dich nach vorne drehen, Zerschneider einsetzen und dann erst kannst du in dein Haus. Ist ja auch blöd. Rex Blizzard.
Aha. Hier gibt es noch ein Item. Halsspray. Das ist für Griffex, glaube ich, ziemlich gut, falls ich mich richtig erinnere. Ich komme übrigens gleich noch dazu, was ich in dieser Folge, in den nächsten Folgen eigentlich machen wollte. Ich wollte nämlich gleich die Hauptquest anfangen. Dazu komme ich aber noch gleich dazu. So, wir finden hier... Oh, Finsterstein, das ist ziemlich gut. Pika! Aber irgendwie finde ich hier gar nichts auf dem Boden. Vielleicht gibt es hier auch nichts. Aber hier ist der Tempel, Leute. Oh, Eichstrahl ist gut. Kann das Kursi erlernen? Das wäre super. Wenn das Kursi erlernen kann. Ja, Italian? Lol. Friert eventuell ein. Kursi könnte das erlernen. Eisattacke, die geht eine... Oh, ist ja voll schwach. Das ist voll stark und das ist voll schwach. Dann mach Eissturm weg. Eisstrahl ist viel besser. Dilladam. Mhm. Okay. Na gut. Hier sind wir angekommen beim zweiten Tempel. So nenne ich ihn jetzt einfach mal, weil ich keine Ahnung, wie ich ihn sonst nennen soll. Hier gibt es vielleicht ein AP Plus, hier gibt es nichts. Okay, was steht denn auf der Tür? Erscheine an der Seite eines lebendigen Schneekristalls. Ein lebendiger Schneekristall? Sieht einer von euch aus wie ein lebendiger Schneekristall? Du nicht, du bist eine Eistüte. Schneekristall! Ich verkaufe kostenlose Schneekristalls. Ne, ich suche nach denen. Du bist einer. Oder? Ist einer so eine Schneeflocke? Aber es sieht auch aus wie ein Kristall. Vielleicht meinen die den. Ich habe den sowieso nicht. Schön erst bei dem Pokédex im Let's Play vollführen. Ach, bleib doch drin! Sonst muss mein Erspikachu den da reinhauen. Willst du das? Hä? Hä? Willst du das? Aufs Maul! Donnerblitz! Wolltest du es so? Wir machen jetzt schön Kampf, ja? Ich mag die Musik nicht. Oh, ich mache jetzt gar nichts. Ups. Dann Voltdeckel! Och nö. Nicht so Larstrahl. Das macht ja gar nichts. Ja, super. Muss ich jemand anderen rauswechseln? One hätte ich das ja. Ich will das nicht one-shotten. Ich will Kursi. Oder Pony? Komm, Pony. Ich bin übrigens nicht mehr stolz auf den Namen Pony. Dass ich das mal anmerken darf. Au. Fand ich jetzt nicht nett. So, ich hoffe, das macht nicht zu viel Damage. Nein, das geht. Einmal kann ich es noch machen. Und dann sollte ich es easy fangen können. Da ich ja sowieso noch Platz habe in meinem Dings. Bei meinem... Wow, wow, wow. Bei meinem Team. Ich habe ja erst 5 Pokémon drin. Sollte das eigentlich sofort bei mir sein. Und dann kann ich euch auch zeigen, wie die Tür aufgeht. Bleib drin. Oha! Bleib doch drin! Warum bleibst du nicht drin? Und ich muss mal wieder neue Bälle kaufen. Ich habe so wenig nur noch. Jetzt bleib drin! Eins. Was hat der gegen mich? Habe ich ihm jemals irgendwas getan? Wisst ihr das vielleicht? Er will einfach nicht drin bleiben. Was soll das? What soll das? Bleib drin! Geht doch. Und ja, die Hälfte der Folge erstmal Blödsinn machen. Toll. So, damit ich noch ein bisschen Produktivität habe in dieser Folge,
zeige ich euch noch, wie man das zweite, beim zweiten Rigi reinkommt. Und dann fahr ich gerade richtig? Ich fahr gerade falsch. Und hier komme ich. Glaub ich. Und dann zeige ich euch das, was ich eigentlich von Anfang an starten wollte. Ich habe mich verirrt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Es gibt ja auch keine Minimap oder irgendwas zur Orientierung. Nö, statt irgendwas zu machen, was einem zum Orientieren hilft, machen wir es schlimmer. Schön Nebel, damit du gar nichts siehst von der Render, wie scheiße die Render Distance ist. Ja, okay, hier ist richtig. So. Und nun, was man machen muss, ist einfach... Ich vermute mal, das Ding nach vorne, oder? Dass es mir hinterherläuft. Weil da stand das ja. Ja, war richtig. Nice. Ja, die Rätsel sind einfach. So, und nun Zutritt zu. Oh, wer ist das denn wohl? Ich liebe diese Musik. Und wie bereits gesagt, ihr könnt das so oft besiegen, Level farmen bei dem Ding oder auch einfach flüchten. Und dann könnt ihr einfach wieder das Pattern machen und dann so könnt ihr Shiny hunten. Ups. Jetzt kann ich es wieder begegnen. So, und ich zeig's euch einmal kurz, aber ich speichere lieber ab. Weil ich nicht down gehe, weil ich angeschlagen bin gerade. So, eine Eisstatue. Wo könnte das wohl sein? Reggie Eis. Oder wie ich ihn früher genannt habe, Regis. Reggie Eis kann man hier fangen. Für die, die Bock haben. Und dann ansonsten einfach wieder das Pattern machen. Zack, zack. Piu, piu. Piu. Manchmal aktivieren die nicht. So, jetzt piu. Und da habt ihr's. So oft ihr wollt. So. Aber nun machen wir das, was ich von Anfang an heute machen wollte. Und zwar erstmal das Ding hier aus meinem Team tun. So, und nun. Ich hab euch ja gesagt, dass ich heute die Hauptquest starten will, aber ich habe doch den Text bekommen, dass ich die Hauptquest gestartet habe. Aber ich habe sie richtig gemacht. Hier sieht man nämlich, macht dich über den König der reichen Ernte schlau. Und ich soll hier hin. Ich habe diese Flagge nicht gesehen. Ich soll hier nach Freestyle. Ja, Dimsdale, Freestyle. Und ja, ich soll irgendwie nochmal mit ihm reden oder so. Irgendwas sollte noch passieren. Irgendwas, was ich nicht aktiviert habe. Und da stand schon der Text, aber es hat nicht wirklich gestartet. Ah, Expeditionsleiterin, na, wir gehen die Erkundungen voran. Okay. Aha. Okay. Warte, brauche ich das Ding hier? Ah, Expeditionsleiterin, was sagst du zu meinem Kissen? Kissen? Oje, na dann spitz mal die Lauscher, denn jetzt gibt es eine fette Portion Lebenserfahrung. Alles, worauf dein Haupt betten kannst, ist ein Kissen. Okay. Leider habe ich mein Lieblingskissen zu Hause vergessen. Also musste ich im Dorf nach einem Ersatz suchen und tada, hinter der Herberge habe ich dann diese Entdeckung gemacht. Kann ich es haben? Wie bitte? Du willst, dass ich dir mein echt nices Kissen überlasse? Ich schlag dir ja nur ungern eine Bitte, aber das ist ein bisschen viel verlangt. Hm, was sagst du da? Du denkst, es hat mit einem legendären Pokémon zu tun? Echt jetzt? Ist das dein Ernst? Das lag doch einfach nur hier in der Gegend rum. So gut, wenn du dir das sicher bist, werde ich natürlich kooperieren. Na dann nimm es schon! Jetzt musst du der Legende nachfolgen und mich glücklich machen. Okay. Wow, so einfach geht's. Holzkrone. Super. So, wenn ich schon mal hier bin,
Vielleicht mal heilen. Oh yeah. Und nun in den nächsten Folgen seht ihr die Hauptquest. Danach werde ich gucken, dass ich die Vögel mache. Und danach die Regis. Diese Reihenfolge möchte ich gerne machen. Okay. So. Und das Ding jetzt einfach hier drauf tun? Das ist eine Statue von einem Pokémon. Es kommt dir vor, als würde ihr etwas fehlen. Sieht aus, als könntest du der Statue die Holzrune aufsetzen. Möchtest du es versuchen? Let's go! Und nun hat Wülwül und Hepp hat Grunzbar wieder seine Krone. Die Holzkrone passt der Pokémon-Statue wie angegossen. Koro? Hm? Schon wieder diese Präsenz. Da ist... Warum ist das Ding so klein? Offenbar möchte es, dass du ihm folgst. Hinter der Ecke, wo es jemand sehen kann? Klar doch. Let's go. Oh, es spawnt erst. Schaut, es ist spawnt erst. Super. Hallo. Wo guckst du denn hin? Ist da was Cooles? Hi, Korunzba. Möchtest du mit mir reden? Nicht Pikachu, mit ihm. Hallo! Wie es aussieht. Koro Koro! Das rätselhafte Pokémon scheint sich mit dir messen zu wollen. Möchtest du dich kampfbereit machen? Klar. Korono! Oder A? Fragezeichen erscheint! Okay. Koronospa! Koronospa! Aha. Voltegel? Was kann denn das Ding? Psychoschock. Also das Ding ist Psychopflanze, soweit ich weiß. Aua, das macht sehr viel. Voltegel, reicht das? Nein, das reicht nicht. Das ist auch nicht sehr effektiv. Pikachu, bist ja nutzlos. Wir brauchen jemand anderen. Pony mit Zauberschein, maybe? Das könnte noch helfen. Maybe, maybe. Aua. Das tat weh. Das ist nicht nett. Zauberschein. Let's go. Okay, das macht ein bisschen Damage. Welches Level ist das denn? 70? 80? Ne, muss doch 80 sein, oder? Ja, die Musik ist cool. Wie viel macht Stampfer? Blatt gedrückt. Das Ding ist so klein. Ich hab das viel größer erwartet. Ich hab gedacht, das ist so groß wie Wulaosu. Aber nee, nicht ansatzweise. So, aber Pony macht einen sehr guten Job gerade, auch wenn wir einfach nur gerade Standardattacken spammen, bis er in den Gaun geht. Und das hat geklappt. Ha, ich bin würdig. Ich hab's drauf. Nice, 69. Corona. Nospa, Nospa. Hattest du Spaß? Kororo! Koronos! Kononospa Koronos! Redest du Spanisch? Nos, nospa! Hey, was geht denn hier ab? Was ist das für ein Krach? Ach, du warst das Expeditionsleiterin! Hast du einen Pokémon-Kampf ausgetragen? Wer bist du denn? Hä? Was ist das denn für eine Riesenbirne? Koronosnospa. Das ist Koronosnospa. Was? Wow! Wow! What the fuck passiert hier? What the fuck? Hä? Hm? Lol.
Besetzt er jetzt Pioni? Ah, ein robuster Körper, wie ich es mir erhofft hatte. Bitte verzeiht, dass ich ihn mir für eine Weile ausleihen muss. Spricht er das Pokémon? Oh, du hast die Situation bereits verstanden. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Mein Name lautet Koronspa. Oder Koronospa. Ups. Egal. Corona nennen wir es einfach. Ihr Menschen nennt mich auch den König der reichen Ernte. Bitte erlaubt mir, dir meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Ich bin dir äußerst verbunden dafür, dass du meine Statue in ihren rechtmäßigen Zustand zurückversetzt hast. Vor langer, langer Zeit herrschte ich als König über dieses Land. Ich ließ Pflanzen gedeihen und sorgte dafür, dass Felder Früchte trugen. Dafür verehrten mich die Menschen. Doch mit jedem Jahr, das ich ins Land zog, geriet ich offenbar mehr und mehr in Vergessenheit. Einst brachten sie mir jedes Jahr Opfergaben dar, doch auch dieser Brauch ist nun Geschichte. Dabei war die Ehrerbietung der Menschen stets die Quelle meiner Kraft. Meiner Einstiegenkräfte beraubt, wurde ich obendrein von meinem treuen Ross verlassen. Aber dann kamst du und hast meine Statue wieder hergestellt. Dank dir sind meine Kräfte in dem Maße wiedergekehrt, dass ich mittels eines menschlichen Körpers kommunizieren kann. Du barmherziger Mensch, ich habe eine Bitte an dich. Okay, du menschliches Pokémon namens Mewtwo. Ich muss herausfinden, ob die Menschen mich wirklich vergessen haben. Bitte erkundige dich bei den Dorfbewohnern danach, ob sie sich noch an mich erinnern. Ich habe es schon selbst versucht, aber leider ohne Erfolg. Man hielt mich entweder für einen Hochstapler oder nahm panisch vor mir Reißaus. Bitte hilf mir, Menschenkind. Klar doch. Nachdem ich der Statue des Königs der reichen Ernte die Krone aufgesetzt hatte, tauchte Koronospa auf. Es übernahm die Kontrolle über Peonis Körper, um in der Sprache der Menschen sprechen zu können. Jetzt sollte ich mich bei den Dorfbewohnern über den König der reichen Ernte schlau machen. Alles klar. Und das ist die Hauptquest, die ich nicht gestartet habe. Schön. So, also erzählt mir mal, was ihr so weiß wisst. Möchtest du 8 Brocken Dünerherz gegen meine Karottensamen tauschen? Klar. Yay, ich hab genug. Wundervoll, vielen Dank. Jetzt muss ich die Brocken Dünerherz nur noch im Feld vergraben, damit mein Gemüse riesengroß wird. Hoho, hier hast du die Samen wie versprochen. Päckchen Karottensamen. Basis-Item, oh. Samen, die sich auf einem Feld einpflanzen lassen. Je nachdem, wie dieses beschaffen ist, wächst dort eine andere Karottenart. Was? Okay. Aber wage es ja nicht, sie auf den Feldern des Dorfes anzusehen, hörst du? Okay. Der König der reichen Ernte, früher habe ich geglaubt, dass es ihn wirklich gibt. Man hat uns immer erzählt, dass er einen holen kommt, wenn man draußen auf den Feldern Schabernack treibt. Das Königs-Pokémon? Meine Großmutter hat mir früher Geschichten davon erzählt. Das waren alles uralte Märchen. Oh, das sind schlechte Neuigkeiten. Der König der reichen Ernte? Also wenn es ihn wirklich gibt, soll der mal was wegen des unfruchtbaren Bodens unternehmen. Ja, kann er ja machen, wenn ihr euch an ihn erinnert. Seemops. Oh, tut mir leid, ich habe gerade leider keine Zeit. Ich bin schwer damit beschäftigt, Löcher in die Luft zu starren. Okay. Warte, vielleicht im Haus? Im Haus ist ja auch noch eine Lady. Ein Pokémon wie Fluffy ist mir noch nie so unter die Augen gekommen. Ist ja sicherlich besser, wenn es kein Finger drehe. Dann finde ich nur so einen. Oh, immer noch nicht. Wann kriege ich denn einen Cosmog? Ich will Cosmog geschenkt bekommen. Du zählst nicht dazu, oder? Ich hab Arctos gehört. Warte, ich hab Arctos gehört. Hier ist Arctos irgendwo. Ich hab Arctos gehört. Nein, wo ist Arctos? Oh, toll, ist weg. Ob ich mich an den König der reichen Ernte erinnere? Aber natürlich! Er ist schließlich das Aushängeschild von Freestyle. Auch wenn er uns doch nur wirklich mit seiner Anwesenheit beehren würde. Dann könnten wir uns Verdrüsten bestimmt gar nicht mehr retten. Du hast dich bei den Bewohnern von Freestyle über den König der reichen Ernte erkundigt. Höchste Zeit, Koronospa Bericht zu erstatten. Ich nenne lieber Koronospa, weil das ist mir einfacher. Weil Koronospa ist wie blöd. Was? Da liegt was. Da liegt was. Sammel das ein. Aha. Ding, ding.
Aber ich sehe auch schon, dass die Folge schon zu Ende ist. Deshalb werden wir in der nächsten Folge dem Corona erzählen, was wir so wissen. Haut rein!